Morning in the morning. Ja, heute ist eine berufliche Fahrt wieder, ja, wie so oft angesagt. Ja, ich fotografiere Promis, ja, da kann man sich vorstellen, rote Teppiche, Glitzerwelt, ja, jeden Tag Promis um mich herum. Nein, es ist nicht so, man verbringt viel Zeit im Büro oder halt mit Admin. Deswegen heute auch meine Fahrt. Ich habe hier zwei Sachen. Das eine ist, diesen Brief muss ich abgeben bei meinem Steuerberater. Ich hätte es auch mit der Post schicken können. Ja, aber ich habe gedacht, wenn ich halt eh losfahre, dann kann ich das auch mitnehmen. Der ist hier am Ort, das sind 2-3 Kilometer. Brauche ich Navi nicht einzustellen, da fahre ich einfach hin. Und dann geht's weiter. So sieht meine Kamera aus, wenn das ganze Gerödel abgebaut ist. Also keine Chips, kein Akku. Dann ist auch mal richtig, ja, richtig leicht. Und auch kein Gurt dran. Und die geht heute zum Reinigen. Ja, ich liefere meine Bilder immer an die Agentur. Und manchmal sagt die denn, dass meine Bilder aussehen wie ein Streuselkuchen. Und das heißt dann für mich, oh, da muss ich mal wieder den Sensor reinigen. Also innen drin ist ja so ein Sensor, der die Bilder dann, auf den das Licht auftrifft. Und aus dem werden dann die Bilder, ich sag mal, berechnet. Und wenn da ganz winzige Fusseln drauf sind, Staubpartikel, dann sieht man das schon als Kreise auf dem Foto. Das ist nicht so schlimm, wenn man ein Gebüsch fotografiert, aber wenn man einen schönen Mensch fotografiert mit einer glatten Haut und da ist dann so ein Ding auf dem Kopf, dann stört es schon und deswegen muss man die Kamera ab und zu zum Reinigen bringen. Und da es eine Nikon ist, bringe ich eh auch nach Dreieich, da ist mein Nikon-Service. Da kostet es mich auch einmal im Jahr nichts. Normalerweise bringe ich da immer mein gesamtes Gerödel hin, aber ja, das habe ich jetzt alles wenig benutzt, deswegen jetzt erstmal nur die Kamera und vielleicht dann irgendwann im Herbst der Rest. Das ist dann Auto voll und da muss man immer hinfahren, abgeben und kriegt es erst 2-3 Tage später zurück, weil zu viel ist. So, das ist meine Tour. Ja, mal ans Navi gucken. Ich gebe es erst im Navi ein, wenn ich den Brief abgegeben habe. Sonst nervt er mich da immer, dass ich links, rechts abbiegen soll, obwohl ich ja woanders hin soll. Aber wir gucken mal drauf auf Verbrauch und so. Das kann man ja heute mal schön protokollieren, dass wir unterwegs das anschauen. Ich habe vor, sehr gemütlich zu fahren. Ich habe überhaupt keinen Zeitstress. Also irgendwo 110, 120, wenn ich es aushalte. Und dann können wir mal da wirklich den Verbrauch sehen. Im Moment haben wir 6,5 Grad, aber nachher müsste es ja viel wärmer sein. Es ist jetzt halt noch früh. Ich schalte mal um. Ihr seht, draußen dämmert es, 7.34 Uhr. Ja, wäre schon gern früher losgefahren, aber es macht ja erst um 8 Uhr auf. Und das ist mein Tagestrip. Komischerweise sind hier 14 Kilometer drin, aber ich bin heute noch nicht gefahren. Ich weiß nicht, wie lange dieser Tagestrip sich die Daten merkt, vielleicht 12 Stunden oder 24 Stunden oder so, weil gestern bin ich ja gefahren. Vielleicht ist es einfach von gestern, aber mit der Doppel-Null, zack, und der Beantwortung mit OK, kann ich den auf Null setzen. Jetzt zeigt er hier ein 3,5 Watt, wo er im Stand verbraucht. Das ist vielleicht hier, mal das ausmachen, auch gleich leiser. Ah, guck an, ne? Das bisschen Heizung und Gebläse, das verursacht hier den meisten Verbrauch. Also das Zehnfache oder so von dem, was es jetzt hier hat. Und jetzt ist auch absolut still, gell? Richtig ruhig hier, unheimlich. Also hier wieder anmachen. Was haben wir denn überhaupt eingestellt? Ich mache da gar nichts mehr. 20 Grad brauche ich bei der Hitze nicht. So vielleicht. Lenkradheizung brauchen wir auch nicht. Es ist ja jetzt eigentlich schon warm. Es ist, habe ich immer noch so eingestellt, dass es alles mal angeht. Weil manchmal morgens ist ja auch noch kälter. So, à la hopp, dann fahren wir jetzt mal los zum Steuerberater. Es war wirklich schnell erledigt. Brief ist abgegeben, aber ein Haken unter dem ersten To-Do. Seht, ich habe jetzt auch meine Jacke ausgezogen, weil jetzt kommt ein längeres Fahrstück. Und obwohl es draußen eigentlich nur 7 Grad ist, fühle ich mich hier pudelwohl. Es ist halt auch einfach angenehmer, ohne Jacke oder Doppeltjacke hier zu fahren. So, jetzt geben wir mal das ins Navi ein. Ich war ja schlau, ich habe das von zu Hause schon das Ziel ans Navi geschickt. Gestern Abend, glaube ich. Aber es ist noch nicht da. Schade. Alle hopp, gehen wir Richtung Navi, gucken uns mal den Verbrauch an den letzten 2 Kilometer und schauen, wo es uns hinführt. So, was ist passiert? Die Uhr ist ein paar Minütchen weitergerückt. 2 Kilometer, durchschnittlich mich 19 km/h durch die Stadt und 24,3. Ja, ein hoher Verbrauch, weil wir halt auch keine Kilometer hier zurücklegen und immer noch hier Zeug im Stand verbrauchen. Ich muss mal auf P stellen, damit ich meine Hände frei habe. So. Ach so, ja, Navi. Und zwar fahren wir nach Dreieich zu Nikon.
Ach, wie heißt denn diese Straße? Habe ich sie vielleicht schon mal eingegeben? Max-Planck-Straße oder sowas. Ach, müsste ich jetzt auf dem Handy gucken. Ich gebe jetzt einfach mal, ich gucke ja mal Nikon Dreieich. Vielleicht finde das ja. Nikon Dreieich. Ja, guck an. Ist ein ganz witziges Viertel. Leider gab es keinen Treffer. Ganz witziges Viertel dort, das sind lauter so Kleidergeschäfte. Ich muss schnell auf dem Handy gucken. Oh, das Handy sagt Max-Planck-Straße 16, alles mit Bindestriche, machen wir es mal genau so. Ah ja, guck, da hatte ich es ja schon. Praktisch, einfach nochmal auswählen. Starten. Ja, ja, die Route ist super. Dem Straßenverlauf folgen. Und jetzt seht ihr mal, wo das ist. Also wenn ich von hier aus dann Richtung Norden fahre, ist hier Darmstadt. Und dann kommt irgendwann Frankfurt. Man könnte also gut will sagen, das ist in der Nähe von Frankfurt. Man muss aber hier vorher in der Höhe vom Flughafen da irgendwo hier so rüber und hier hoch. Und das ist hier schon ein bisschen futterlich, die Fahrerei. Also das ist immer so ein gemütlich, auch ein bisschen durch Otte durch. Und vorher halt Autobahn. Aber haben wir hier ein schönes Gemisch. Wie gesagt, ich versuche hier mal so 110, 120 zu fahren und hier halt was geht, 90, 70 oder halt in der Stadt. Ja, los geht's. So, kein toller Winkel, aber ich habe das Handy jetzt mal in meine Handyhalterungsstation eingeklemmt. 7.59 Uhr, ich bin jetzt auf der Autobahn, also es war schon nervig durch die Stadt zu fahren. Ich bin froh, dass ich kein Berufspendler bin, das nervt schon. Ja, und jetzt fahre ich hier, habe 110 eingestellt und höre Podcast. Und da habe ich mir gedacht, bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin oder spätestens am Ziel, wenn ich auf die Kamera warte, bis die geputzt ist, da stelle ich mir das nochmal bei Android Auto um. Ich habe das letzt installiert, aber noch nicht viel ausprobiert. Bin auch noch nicht so richtig dahinter gekommen, was die richtige Reihenfolge ist, um die Tasten zu drücken. Oh, hier fährt wirklich einer mal langsamer wie 110. Schöner Spurwechsel. Aber es ist wirklich sehr schön, angenehm zu fahren. Immer noch 6,5 Grad. So mag ich es eigentlich. Frische Luft draußen, blauer Himmel und vernünftiges Fahren. Und ja, fahren wir jetzt einfach mal gemütlich. Ich kann mal gucken, was der Verbrauch jetzt im Moment macht. Ihr seht es jetzt halt nicht. Glaubt man es einfach. Fahrzeug. Daten. So, 18,1, 19, 18,5 im Moment. Und der gesamte Verbrauch ist 20,8 auf diesem Trip. Finde ich ziemlich viel. Aber es täuscht, es sieht zwar warm aus, aber es ist halt noch recht kalt. So, ich habe jetzt direkt mal mein Handy hier einfach den Strom reingesteckt. Dann poppt am Handy auf, dass ich doch das Display anmachen soll vom Auto. Das habe ich dann auch gemacht und dann verbindet sich schon. Im Auto muss man aber noch so einen Schieberegler klicken. Das finde ich ein bisschen irreführend, weil das sieht so aus, wie wenn es an ist. Man muss es dann auf ausschalten. Weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Und jetzt kann ich ja auch meinen Podcast direkt über Android Auto hören. Ich zeige euch gerade mal, wie es ist. Er ging auch die ganze Zeit, aber jetzt, wo ich das Video aufgenommen habe oder auf Aufnahme gedrückt habe, ging der Ton natürlich weg. Aber zum Zeigen braucht man ja keinen Ton. Kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Das macht man hier mit dem Pünktchen. Oder auch nicht. Doch. Hier sind jetzt die verschiedenen Apps, die ich auf Android Auto drauf habe. Ja, warum er da jetzt gleich wieder weggesprungen ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Podcast läuft oder so. Und das ist meine Podcast-App. Anklicken. Und hier ist meine Playlist. Also hier sind so die, wo ich noch nicht gehört habe. Und kann ich hier aussuchen. Hier war ich gerade bei den Corona-News. Von der US-Behörde CDC. Und mach ich mal kurz hier aus. Das wird ja auch schön angezeigt mit Bild. Also der Ton war dann eben auch, wie ich es angemacht habe. Und ich kann auch so Sachen machen wie den Podcast löschen oder irgendwas hier auch. Also man kann es hier richtig, ein Favorit vergeben. Also man kann das hier auch richtig schön, ich sag mal, bedienen.
muss man im Auto eigentlich nicht. Ich bin mal gespannt, ob nach dem einen Podcast automatisch der nächste kommt. So müsste es eigentlich in der Playlist auch sein. Ja, ich versuche es jetzt gar nicht so genau zu ergründen, sondern ich mache einfach so, wenn ich eine weitere Funktion vermisse, dann gucke ich einfach mal, ob ich sie finde. Und jetzt fahre ich weiter hier mit Podcast hören. Also ich fahre weiter mit Hören und fahre weiter mit dem Auto. So, ich habe jetzt gerade noch hier zwei Sachen ausprobiert. Zum einen ist, man kann auch mit den Tasten am Lenkrad schön lauter und leiser machen, aber man kann nicht spulen oder vorwärts zurück. Das habe ich nicht hingekriegt. Und man kann jetzt auch einfach umschalten aufs Navi oder halt einfach auch wieder zurück auf Android Auto. Das geht also wunderbar. Man muss sich da also nicht neu verbinden. Das war ein bisschen meine Befürchtung. Also, ich glaube, das ist das Beste. Man schließt einfach mal an und hört. Und wenn man was machen will, probiert man es aus, anstatt im Vorfall da alles zu lesen. So, ihr könnt sehen, bin jetzt hier bei Nikon. Und bevor ich jetzt aber auf irgendwelche Auswertungen vom Auto gucke, bringe ich erstmal die Kamera hoch. Ich vermute mal, dass du 20, 30 Minuten warten muss und dann die Zeit kann man ja mal schauen. Und ich habe auch unterwegs neue Sachen rausgekriegt fürs Android Auto, die Podcasts hören. Das ist wirklich eine tolle Sache. Habt ihr alle recht gehabt, wo gesagt haben, ich soll das endlich mal installieren. Zeige ich euch dann auch. Bis gleich. So, die Kamera ist abgegeben, auf den Tisch gestellt. Ich war ja angemeldet, nicht lange geredet, die machen eher. Und hat aber gesagt, ich soll wiederkommen um 20:30, jetzt ist 54, das heißt 36 Minuten. Wenn ich jetzt hier 36 Minuten im Auto sitzen würde, würde ich hier, glaube ich, länger sitzen, wie ich jemals auf irgendeine Ladung oder sowas gewartet habe. Also das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, hier in der Nähe ist so ein Realgelände, wo auch noch andere Sachen sind. Da suche ich mir einfach einen Kaffee. Macht zwar jetzt nicht viel Sinn, aber bevor man rumsitzt, können natürlich noch ein paar E-Mails checken. Ja, das mache ich beim Kaffee. Was ich aber noch sagen wollte zum Android Auto. Das Podcast hören ist wirklich besser, ja. Und zwar, ihr habt ja vorhin diese Playlist gesehen. Ich glaube, in diese Playlist kamen automatisch die Podcasts rein, die ich schon mal angefangen hatte, aber noch nicht fertig gehört habe. Das heißt, ich habe eins fertig gehört. Es ging nicht automatisch aufs nächste, sondern ich musste dann wieder einen Schritt zurückgehen. Oder ich habe unten diesen Mülleimer gedrückt und dann war die Episode auch gelöscht. Zumindest war sie von der Liste drunter. Ich muss dann mal noch auf dem Handy gucken, ob es wirklich gelöscht ist, weil ich lade ja immer runter und dann lösche ich. Und dann konnte ich die nächsten, habe ich dann noch gelöscht, wo auf dieser Playliste waren, damit die auch, wegkommen, weil die hatte ich ja schon fast fertig gehört. Und dann gab es noch die Menükategorie. Da waren dann auch nach Bildung, Wissenschaft, wie auch immer, Unterhaltung waren die gegliedert. Da habe ich nicht weiter reingeguckt. Und der dritte Knopf war dann heruntergeladene. Da ist mir die Reihenfolge nicht ganz klar. Dann habe ich da einfach den ersten genommen und gehört. Und da ging es um Klimawende von Kommunen, am Beispiel Heidelberg, da das bei mir in der Nähe ist, hat es ja gut gepasst. Und diese Kommunen haben es wirklich sehr schwer. Und da sollte man mal überlegen, ob man die Politik geht, um denen irgendwie zu helfen. Weil das sind halt wirklich viele Leute, denen fehlt einfach da die Praxiserfahrung. Ich muss mal gucken, in Weinheim, bei uns, was ist das, Gemeinderat oder so? Ich weiß gar nicht, wer uns regiert, wie viele Leute da E-Autos haben. Vielleicht muss man da einfach mal hingehen und ein bisschen Tipps geben, aus der Erfahrung sprechen. Ich glaube, die können nicht alles wissen, ne? Aber ich weiß ja auch nicht alles, aber über E-Autos und was man da so braucht, weiß ich ja schon jetzt das Praxisrelevante, weil ich es halt jetzt einfach auch schon bald 100 Tage fahre. So, also lange Rede, kurzer Sinn, Android Auto installieren, nutzen. Ach ja, und man kann, das habe ich vorhin schon gesagt, umschalten aufs Navi und wieder zurück ohne Probleme, ohne dass man neu irgendwas einstellen muss. Und wenn der Podcast läuft und die Episode läuft und das Navi hat eine Ansage zu machen, dann toppt die auch. Also dann pausiert der Podcast kurz und das Navi sagt, also nicht das Navi vom Handy, nicht Google Maps, was ich drauf habe, sondern das ganz normale Audi ID3 Navi. Also eigentlich wirklich eine runde,
runde Sache. Ich glaube, ich lasse es heute bei den ganzen Podcasts, auch nachher noch ein bisschen hören. Vielleicht kriege ich noch was raus. Und dann gibt es ja noch so viele andere Funktionen. Was auch interessant ist, ist sicher, dass mit Audible, ja, da habe ich auch meine Hörbücher und so. Aber ich will jetzt halt alles auf einmal antesten. Jetzt suche ich mir mal meinen Kaffee und aber vorher in die NBW-App gehen, ob hier in der Nähe eine Ionity ist, nee, Quatsch, ob man hier in der Nähe vielleicht auch ein bisschen laden kann. Oder in eine andere App, wo ich die kostenlosen angezeigt bekomme, vielleicht ist ja beim Rewe auch eine kostenlose, könnte ich ein bisschen laden beim Kaffee trinken. Kaffee trinken ist ja auch irgendwie einkaufen. Immer wieder super, wenn ein Plan klappt. Also, ich habe hier einen Kaffee, noch furchtbar heiß, erstaunlich. Auf 15 Meter drei Geschäfte, wo man Kaffee kaufen kann, zu unterschiedlichen Preisen. Ja, und das ist ganz toll hier, der Real in Dreieich. Der hat hier einen riesen Parkplatz, aber auch ein Parkhaus. Also ein ganz einfaches, nur ein Stockwerk hoch. Und ich stehe jetzt oben und ja, man kann es schlecht sehen im Hintergrund. Es ist sehr wenig los und hier oben ist echt, ja, ich sag mal, gut zu parken. Ne? Also kann man sein Auto schön hinstellen, ohne dass man Angst hat, dass gleich einer die Türen kaputt macht. So, ich wollte jetzt aber mal den Verbrauch anschauen. Ah, jetzt sieht man das auch besser hier mit dem Parkdeck. Es soll hier auch einen McDonald's geben, das kann man sich mal umschauen. Also ich habe es nicht gefunden. Wahrscheinlich hat es hier zugemacht. Ein Kentucky Fried Chicken ist da, naja. So. Ach, mein Ziel wurde empfangen. Guck mal, da wollte ich heute hinfahren. Jetzt ist es da. Ja, ich habe euch schon mal gezeigt, wie das geht. Man kann das hier dann auch anzeigen. Ich muss ja eh wieder hin, meine Kamera holen und dann hier Start drücken. Und bitte, dann fährt es zu dem Ziel. Ja, also es dauert immer noch sehr lange, bis die Ziele ankommen. So, wie sieht denn mein Verbrauch aus? Ja, gut, oder? Schau mal hier, 17,1 kWh für 11 Grad mittlerweile, wie ich los war, war glaube ich 6,5, einigen wir uns mal auf 8, 9 Grad im Durchschnitt. Viel Autobahn und auch 10 Kilometer da mit 70 oder 50 oder 30 durch die Stadt, so dass wir einen Durchschnitt haben von 52 Kilometer. Ja, 17,1, also schon ganz anders wie die 20. Ich denke, auch ich schaffe mich so langsam runter, obwohl ich ja da nicht immer der Sparfahrer bin. Ich wär's zwar kennen, aber bin's dummerweise nicht immer. Und wenn ich mir meine Langzeit angucke, ja, dann habe ich da jetzt auch meine 19. Letztendlich, wenn du dir so ein Auto anguckst, dann solltest du ja auch mit dem Langzeitverbrauch planen, wo andere Leute haben, die vielleicht in einer ähnlichen Gegend wohnen, also nicht mit dem Langzeitverbrauch von irgendwelchen Norwegern. Und auch nicht mit dem Langzeitverbrauch von irgendwelchen Leuten in Florida, sondern es irgendwo welche, wo in Deutschland oder in einer Region liegen, wo du es ähnlich hast mit Winter und Schnee. Und es nutzt dir auch nichts. Du kannst, ich hab's ja gemacht, habe viele Videos angeguckt. Der Verbrauch des ID3 im Winter bei 130 konstant oder im Vergleich mit 110 mit dem und dem Auto. Es kommt immer irgendwas raus zwischen ja, 15 und 25. Ja, und es nutzt einfach nicht viel, diese Verbrauchsfahrten. Und ich sag ja gar nicht, dass sie schlecht sind. Und wenn die stimmen, dann weiß ich, dass ich auf der Strecke um Leipzig herum oder wo auch immer, dass das dort mein Verbrauch zu dieser Jahreszeit wäre, wenn die Autobahn so und so voll wäre. Aber es nutzt mir nichts. Und deswegen fixiere ich mich da lieber auf den Langzeitverbrauch. 19,9 kWh. Der war 21, was ich weiß gar nicht, wie ich im Winter angefangen habe. Da hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Also ich sage jetzt hier einfach, im Winter kommt man mit 20 kWh aus. Jetzt sehe ich ja, dass es im Sommer vielleicht ein bisschen sinkt. Aber wenn du jetzt deine Autokosten rechnest oder wie weit kommst du, ja, kann man alles beliebig genau machen, aber da würde ich einfach diesen 20er Wert nehmen, ja. Ich weiß auch, hier meine Kosten pro kWh mal 20, das brauche ich pro 100 Kilometer. Das ist halt einfach viel einfacher auch auszurechnen. Und nochmal, es nutzt dir nichts, wenn du einen ganz genauen Kurzstreckenverbrauch hast auf irgendeiner Strecke, weil es irgendeiner genau ermittelt hat. Aber du den immer über oder unter triffst. So, jetzt trinke ich ja mal meinen Kaffee und esse mein Brötchen, habe ich mir auch gekauft. Da verlasse ich aber das Auto, lass mir ein bisschen die Sonne auf den Rücken strahlen und ich glaube, dann habe ich ja schon fast hier die 35 Minuten rum. Sinn.
und mal welche auf die Playliste fügen, um zu gucken, ob die dann auf der Playliste beim ID3 kommen. Also diesen Klimaschutz, warum deutsche Städte, den habe ich gehört und gelöscht. Eigentlich. Können wir hier nochmal löschen? Frühlingserwachen, Elektromobil. Ja, packen wir mal auf die Playliste. Zack. OMR mit echten Computerspiele ohne Hügel. Tesla-Welt. Nochmal Tesla-Welt, gerne auf die Playlist. Aserbaidschan, Forschung aktuell, das interessiert mich ja auch. So, also jetzt habe ich hier einfach mal ein paar auf die Playlist geschubst. Ich glaube, die kann ich mir auch angucken. Ja, sind genau die vier drauf. Und ich lasse einfach mal an und stecke jetzt hier das Ladekabel rein, was ja nicht nur das Ladekabel ist, sondern es auch die Verbindung zum Android Auto. Sagt er gar nichts. Ich drücke jetzt mal beim Auto auf die Bremse und gehe in Online-Modus, dass es hier schön an ist. Jetzt könnt ihr es wieder nicht sehen. Ja, hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Ach, oben, jetzt wird es eingeblendet. Android Auto ist verfügbar und ich schalte mal auf die Kamera. So, ich habe jetzt auf die Kamera geschaltet, während Android Auto noch an ist. Und es war das letzte, war ja die Meldung, die auf dem Handy kam. Und jetzt gehe ich hier rüber, die App Connect, klicke hier Android Auto. Und jetzt, das verstehe ich nie so genau, muss ich das jetzt an- oder ausschalten? Denn so, manchmal ist er hier an oder aus. Ja, ihr habt es gesehen, jetzt hat es sich rübergeschalten und jetzt verbindet er sich hier mit den Podcasts. Und jetzt gucke ich mal, ob das die sind, die ich eben auf die Playliste zugefügt habe. Ich glaube, ich muss ja ein bisschen mehr Geduld haben beim Tastendrücken. Ich wollte einfach nochmal zurück, damit man schön die Podcast-App startet. 9.34 Uhr, kann jetzt bald meine Kamera abholen. So, ich drücke auf Podcast-App und sehe mein Navi. Na komm. Nochmal auf Podcast. Jawohl, ich habe die Taste getroffen. Frühlingserwachen, ich glaube, das war der erste, wo ich in die Playlist... Ja, das sieht gut aus. Also jetzt hat er hier in der Playlist... Die ist also doch synchron hier mit meiner App. So kann man sie sich vorbereiten, kann sie da reinschmeißen. Und wenn ich den jetzt höre, dann muss ich mal aufpassen, wenn die zu Ende ist, der erste, ob dann der nächste auch angeht. Also hier kann man es jetzt schön starten. Hier ist der Mülleimer, da kann ich es dann löschen, das habe ich vorhin nur erwähnt. Ihr hört jetzt nichts, weil ich es ziemlich leise habe. Und man kann es ja auch hier lauter machen. Ja, das ist heute hier die passende Episode. Dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Oder halt hier mit dem Schieberegler. Und hier kann man einfach zurückschalten aufs Navi oder irgendwas anderes Wichtiges. Und wenn man dann wieder in Android Auto geht, dann muss man auch nicht alles wieder durchklicken, sondern man ist genau da, wo man war. Also finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr super. Hier ist auch 12 Grad, sagt Google. VW sagt 12,5. So, dann hole ich jetzt mal die Kamera ab und fahre dann wieder Richtung Heimat, gemütlich unterwegs und höre ein paar Podcasts dabei. So sieht's aus, nagelneu sozusagen, frisch gereinigt, innen die Hauptsache, aber auch immer draußen. Also sie machen das wirklich super, auch immer schön verpackt. Und ja, bei der Gelegenheit wird es auch gleich immer ausgelesen. Das heißt, man kann dann sehen, wie viele Auslösungen sie hat. Und sie hat jetzt über 620.000 Auslösungen. Das sind schon viel, ja. Ich habe schon viele Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Ich habe nur 60.000, 70.000 Bilder im Archiv. Scheinbar sind ein paar nichts geworden. Aber das ist auch noch keine Rekordzahl. Es gibt da welche mit doppelt so viel oder mehr. Ja, das könnte sein, dass meine da auch noch ein langes Leben vor sich hat. Aber
es sind halt auch die Einflussfaktoren. Ja, ich schmeiß ja meine rum, ich bin ja im Einsatz, roter Teppich. Es ist härter, wie man sich das vorstellen kann zum Beispiel. Oder die Kamera liegt gerne auf dem Boden oder wird irgendwo angeeckt. Es ist ganz anders, ob eine Kamera im Einsatz ist oder halt im Studio auf dem Stativ steht, 2 Jahre lang. Da ist schon ein Unterschied. Also ich hoffe mal, dass sie noch weiter hält. Ja, ich mag die Kamera einfach. So, meine Frau hat mir auch geschrieben, ich soll noch was einkaufen. Das heißt, ich werde jetzt nicht gleich nach Hause fahren, sondern das mache noch einen Umweg über ein Geschäft, Lebensmittel. Und ja, dann fahre ich heim. Also ich weiß nicht, ob ich mich noch mal melde. Ich höre jetzt hier noch meine Podcasts schön auf der Heimfahrt. Ja, ich glaube, ich melde mich noch mal, hoffentlich zwischendurch, wenn ich es nicht vergesse, auch wegen dem Verbrauch. Bis gleich. So, ich habe jetzt eingekauft, habe dabei noch geladen, gut gemacht, habe jetzt hier wieder fast 90 drin, aber ich habe ja noch ein paar Kilometer bis nach Hause, dann passt mit 80 ungefähr oder ziemlich genau. Aber ich wollte ja noch einen Blick auf den Verbrauch werfen. Und wer hätte es gedacht, aus dieser normalen, eigentlich langweiligen Fahrt wurde jetzt quasi eine Info über meine erste Begegnung mit Podcasts hören im ID3 über Android Auto. Bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe. Also es gibt wirklich jeden Tag irgendwas Neues. Und jetzt mal kurz aufs Verbrauch geschaut. Ja, das nenne ich doch eine Reichweite. Das ist doch eine schöne Reichweite. 309 Kilometer habe ich noch bei 89%. Also nochmal 10% drauf. Wären 340 hätte ich dann. Das ist jetzt halt geschuldet, weil ich jetzt so schön brav gefahren bin. Und weil ich jetzt heute hier schön geladen habe. So, wie sieht denn mein Verbrauch aus? Jetzt heute 16 Kilowatt. Also der hat sich noch mal ein bisschen runter geschafft auf der Heimfahrt. Es ist jetzt auch hier viel wärmer noch. 18,5, 19 Grad schon. 16 Kilowatt, ja, also Kilowattstunde. Also es geht doch, oder? Bin ich sehr zufrieden. Das soll es heute gewesen sein. Verbraucher mal gesehen und viel übers Android Auto gesehen. Bis dann, tschüss. Bis morgen, tschüss.